Dem Xiaomi Redmi Note 11 kann man ganz einfach einen persönlichen Touch geben, indem man den Bildschirm und ein paar andere Einstellungen personalisiert. Ich bin Theresa und ich zeige euch heute, wie ihr das machen könnt. Und damit herzlich willkommen auf Bildner TV, eurem Kanal mit praktischen Tipps zum digitalen Leben. Falls ihr übrigens Interesse an mehr Smartphone-Themen habt, schaut doch gerne auf unserem Online-Shop vorbei. Da haben wir generell sehr viele Bücher zu digitalen Themen, aber auch mehrere zu Xiaomi-Geräten, wie auch zu diesem. Und da könnt ihr dann auch einige Gratis-Kapitel kostenlos herunterladen. Denkt natürlich an unser Gewinnspiel. Wer unter einem unserer Videos kommentiert, nimmt an der wöchentlichen Verlosung eines Buchs aus dem Bildner Verlag teil. Und der Gewinner kann sich dann ein Buch aus unserem Verlag aussuchen. Wie gesagt, kann man beim Xiaomi Redmi Note 11 einige Sachen ändern. Dafür gehen wir erst in den Einstellungen auf die Option Benachrichtigungen und Kontrollzentrum. Hier kann man nämlich einiges ändern. Zum einen eben den Sperrbildschirm. Da kann man wiederum das Anzeigeformat einstellen. Zum Beispiel kann man eben festlegen, ob man möchte, dass Benachrichtigungen und Inhalt angezeigt werden, nur Benachrichtigungen angezeigt werden ohne den Inhalt, sodass also niemand auf eurem Sperrbildschirm die Nachrichten lesen kann, die ihr bekommt, oder auch überhaupt keine Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm. Ich finde zum Beispiel die mittlere Option ganz praktisch. Dann weiß ich, dass mir jemand geschrieben hat, aber wie gesagt, es kann nicht jeder mitlesen. Generell kann man hier übrigens auch einstellen, welche Apps überhaupt Benachrichtigungen auf den Sperrbildschirm bringen dürfen. Und man kann einen Benachrichtigungseffekt einstellen. Da gibt es verschiedene Optionen, also das erscheint dann quasi, wenn ihr eine Benachrichtigung bekommt. Da gibt es eben dieses Blau, das dann so aufleuchtet, oder auch Rot, oder auch das hier mit Sternenlicht. Da kann man eben auch noch ein bisschen das individueller gestalten. Genau, das war jetzt alles, was ich interessant unter diesem Menü fand. Dann gibt es aber noch ein paar andere ganz schöne Einstellungen. Zum Beispiel euren Startbildschirm könnt ihr noch bearbeiten. Da könnt ihr zum Beispiel die Symbolgröße bearbeiten. Die könnt ihr zum Beispiel ganz groß machen oder auch kleiner. Ich finde es kleiner schöner, aber man kann es auch größer machen, damit es besser erkennbar wird. Ist auf jeden Fall auch praktisch und vielleicht gefällt es dem einen oder anderen ja besser. Ich lasse es mal eher größer. Dann könnt ihr auch noch euer Hintergrundbild weiter bearbeiten. Da müsst ihr, wenn ihr das Handy ganz neu eingerichtet habt, noch den Geschäftsbedingungen zustimmen, weil das eben ein anderer Anbieter ist, der diese Designs zur Verfügung stellt. Da stimmen wir mal zu. Und wenn da jetzt Fotos von mir selbst irgendwie drauf wären, dann würde ich die hier sehen. Es gibt aber auch ganz schöne vorgespeicherte Hintergründe oder auch Wallpapers im Englischen, die man dann eben einstellen kann. Und wenn ich möchte, kann ich das dann hier anwenden und habe dann entweder nur für Sperrbildschirm, nur für Startbildschirm oder eben für beide einen neuen Hintergrund. Auch noch interessant sind Themen. Da gibt es dann eben auch einige Gratis-Designs, aus denen ihr Themen eben auswählen könnt. Da klickt ihr hier auf Mehr und seht dann hier eine riesige Auswahl. Das sind dann eben Dinge dabei mit Animationen, wie eure Uhr angezeigt wird und eben ganz viele so Kleinigkeiten, die das Ganze einfach kreativ und irgendwie belebter machen. Ich finde zum Beispiel das hier jetzt ganz süß. Das hat dann irgendwie so ein bisschen so einen Zeicheneffekt und das lade ich jetzt einfach mal herunter. Das dauert dann ein paar Momente. Und dann klicke ich auf Anwenden. Wenn ich jetzt hier auf das Viereck drücke, dann lädt das Ganze kurz und ich sehe, das Thema ist eben angewendet. Die ganzen Apps haben neue Designs. Das ist alles in so einem Zeichenstil. Und ich fühle mich, als wäre mein Handy in ein Kinderbuch verwandelt worden. Wenn ich jetzt meine Themen managen möchte, dann klicke ich wieder in den Einstellungen auf Themen. Und dann hier oben auf meine Themen und da kann ich das Ganze eben auch deaktivieren,
wenn ich das ändern oder loswerden möchte. Zum Beispiel wechsle ich jetzt wieder auf das ursprüngliche Design. Also hier klicke ich auf Klassisch und dann auf Anwenden. Und dann ist das Ganze wieder so wie vorher. Dann gibt es noch ein paar ganz interessante Optionen unter Display. Hier kann man zum Beispiel zwischen Tageslichtmodus und Dunkelmodus wechseln. Der Dunkelmodus ist oft angenehmer fürs Auge, ist aber zum Beispiel, wenn man draußen ist, bei Tageslicht oft nicht so gut erkennbar. Da ist zum Beispiel ganz praktisch, dass man eben einstellen kann, dass nachts, wenn keine störende Sonne da ist, die dann quasi blendet, sodass man das Ganze am Handy nicht lesen kann, das Ganze eben in den Dunkelmodus wechselt und eben tagsüber wieder automatisch in den Tageslichtmodus. Da geht ihr einfach auf Uhrzeit für Dunkelmodus einstellen, aktiviert das und dann geht das Ganze eben automatisch von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang. Oder wenn ihr das wollt, auch Benutzer definiert, da müsst ihr dann selbst einstellen, zu welchen Uhrzeiten welcher Modus aktiv werden soll. Auch ganz interessant ist der Lesemodus. Also wenn ihr zum Beispiel jetzt Nachrichten auf dem Handy liest oder vielleicht auch ein E-Book, dann könnt ihr den aktivieren und das Ganze ist nochmal angenehmer für die Augen und die Augen werden nicht so müde. Da gibt es dann auch wieder verschiedene Arten. Insgesamt macht das Ganze den Bildschirm, das Licht, das daraus kommt, eben wärmer. Da gibt es aber auch die ganz schöne Option, das Ganze im Papierstil anzuzeigen. Und dann seht ihr schon, kriegt das Ganze so eine Textur, wie es wäre, es wirklich aus Papier. Auch sehr praktisch ist die Bildwiederholrate, die ihr bei diesem Handy verändern könnt. Das hat nämlich eine Bildwiederholrate von 90 Hertz, was relativ hoch ist. Und die macht Bewegungen generell flüssiger. Ein Nachteil dabei ist, dass der Akku ein bisschen schneller leer werden könnte. Aber eigentlich hat das Handy einen recht guten Akku. Deswegen würde ich mir persönlich jetzt nicht so viele Sorgen deswegen machen. Falls ihr merkt, es zieht so sehr daran, dann könnt ihr natürlich wieder auf Standard 60 Hertz herunterschrauben. Auch die Textgröße könnt ihr hier verändern. Da gibt es diesen Regler, da macht ihr es zum Beispiel ganz groß, wenn ihr ganz nach rechts geht oder eben recht klein, ganz nach links. Für mich passt es eigentlich ganz gut. Wenn man jetzt unter Display ganz nach unten scrollt, dann gibt es noch das Menü Kontrollzentrum und Statusleiste. Und was ich hier ganz praktisch finde, ist, dass man die Akkuanzeige verändern kann. Wie ihr seht, ist da eben diese Akkuanzeige, wo die Zahl relativ klein abgebildet ist, also wo es wirklich nicht immer so einfach ist, das zu erkennen. Da kann man das Ganze auch so umstellen, dass die Zahl daneben angezeigt wird und dann ist es schon deutlich lesbarer, finde ich. Unter immer eingeschaltetes Display und Sperrbildschirm, das ich auch eben hier unter Display gefunden habe, könnt ihr dann auch noch was umstellen. Zum Beispiel eben den Uhrenstil auf dem Sperrbildschirm verändern. Da könnt ihr dann einstellen, soll beim Sperrbildschirm die Uhr links sein, mittig oder hier weiter oben links mit dem Datum eher klein oder auch in diesem Stil. Und wenn ihr wollt, könnt ihr hier dann auch eine Besitzerinfo angeben. Da könnte ich jetzt zum Beispiel schreiben, Theresas Handy. Wenn ihr das wollt, wird das dann quasi angezeigt, während ihr den Sperrbildschirm aktiv habt. Unter immer eingeschaltetes Display und Sperrbildschirm könnt ihr eben auch das immer eingeschaltete Display verändern. Also ich klicke da jetzt mal drauf und habe dann eben verschiedene Optionen, wie der Display dargestellt wird, wenn ich das Handy gesperrt habe. Also das sieht man dann, wenn der Bildschirm sonst eigentlich aus wäre. Das muss man dann natürlich aktivieren. Und dann kann man zum Beispiel eine Signatur einstellen. Klicke ich sowas an, habe ich dann die Option, das farblich zu verändern und kann dann hier auch den Text verändern. Also vielleicht habt ihr ein Motto, das euch wichtig ist. Dann könnt ihr das eben hier anzeigen. Da kann man auch Textgröße verändern. Generell so, wie das Ganze angelegt ist. Und auch da kann man also ziemlich kreativ werden. Auch gibt es dann eine Uhr im analogen Stil. Also mit so Zeigern. Die kann dann auch einfach angezeigt werden. Gibt es eine kleine Animation.
und noch eben so Zusatzinfos, Wochentag, Datum, wie viel Akku hat man. Auch ganz schön finde ich die Möglichkeit, ein Kaleidoskop einzustellen. Das ist dann einfach so ein schönes Muster, das angezeigt wird. Im Prinzip sonst aber das gleiche wie bei der Uhr auch. Es gibt auch eine Digitaluhr hier mit so einem Planeten im Hintergrund. Das finde ich, sieht ganz cool aus. Übrigens hat man auch immer die Option, den Akku zum Beispiel auszublenden und Benachrichtigungen auch. Und man kann auch einfach so einen Hintergrund wählen, wie zum Beispiel den Astronauten hier. Die Textfarbe kann man dann verändern. Und dann hat man eben einen Bildschirm, der immer eingeschaltet ist und das Ganze auch wieder nochmal ein bisschen persönlicher macht. Es gibt also einige Möglichkeiten, sein Xiaomi sehr persönlich und kreativ zu gestalten. Falls ihr nach diesem Video noch nicht genug von spannenden Smartphone- und App-Tipps habt, schaut doch gerne auf unsere Playlist zu dem Thema vorbei. Vielen Dank, dass ihr das Video geschaut habt. Genauso freuen wir uns natürlich über ein Like und ein Abo des Kanals. Und damit bis zum nächsten Mal hier auf Bildner TV. Ciao!